Oh mein Gott, Freunde, dieser Spieler hat einfach mal als allererster Level 500 erreicht und hat dafür wahrscheinlich nicht mal eine Minute gebraucht. Und ich zeige euch, wie er das vermutlich gemacht hat. Und ihr seht dort folgendes, 53.690 Spielstunden. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein sehr, sehr krasses Video, denn in diesem Video zeige ich euch etwas, was ich so noch nie vorher gesehen habe. Es geht auf jeden Fall wieder um ganz kuriose Accounts, sehr, sehr seltsame Clubs. Und ja, Dinge, die einfach gar keinen Sinn in Brawl Stars ergeben, die wirklich alles auf den Kopf stellen. Es wird ultra krass. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und natürlich auch ein kostenloses Abo. Würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir starten rein und stellen uns auf jeden Fall die Frage, gibt es jetzt die ersten richtigen Hacker in Brawl Stars? Auf jeden Fall ist das die Frage des heutigen Videos, Leute. Oh mein Gott, Freunde. Und wir bringen auch wieder neuen Merch raus. Alter, ultra krass auf jeden Fall. Und zwar wird es eben am 26.03. um 14 Uhr auf damage.de das neue Überraschungspaket oder auch Mystery-Paket geben. Und das lohnt sich halt komplett krank, denn ihr bekommt 3 zufällige Geschenke von 5 Geschenken. Ihr seht hier auf jeden Fall auch noch die Geschenke verteilt per Zufallsprinzip in dieser Box. Das bedeutet eben, ja, T-Shirt oder Hoodie. Und eben 3 von 5 zufälligen Sachen. Dabei sind zum Beispiel handsignierte Autogrammkarte, ein Dernita-Mäppchen, das gab es noch nie. Dann eine Dernita-Spardose mit dem neuen Logo, eine Tasse mit dem neuen Logo und nochmal den Rucksack, weil der so krass bei euch angekommen ist. Genau, Leute, seid auf jeden Fall schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Das Ganze ist nämlich nur auf 1000 Stück limitiert. Und genau, bevor wir auf jeden Fall zu dem Account kommen, den ich euch gleich zeige, wollte ich euch nochmal auf jeden Fall diesen Club zeigen, den ja schon sehr viele von euch kennen. Dafür müssen wir folgendes eingeben, 9U22GGV0, auch mit dem Hashtag natürlich wichtig, Leute. Das ist auf jeden Fall ein Account, den ja auch schon sehr viele von euch kennen. Zum Beispiel gibt es hier eben jemanden mit 0 Pokalen, der allerdings alle Brawler auf Power 11 freigeschaltet hat, was unmöglich ist, Leute, ihr wisst es ja selbst. Wie soll man mit 0 Pokalen zum Beispiel Ems haben, ne? Es kam noch kein Ems-Skin raus, wo man Ems mit 0 Pokalen bekommen konnte, aber der Kollege hat tatsächlich zum Beispiel auch Ems auf 0 Pokalen Power 11. Das ist auf jeden Fall natürlich ganz klar kein richtiger Account. Das ist wahrscheinlich ein Account von Supercell, der ja dafür bestimmt war, irgendwo ja, Max Out zu sein, damit man mit dem spielt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ganz kurios, ne? In dem Club sind auf jeden Fall alle so ähnlich, ne? Auch er zum Beispiel hat auch alle Brawler Power 11 und freigeschaltet und so weiter. Also keiner von diesen Accounts kann zum Beispiel Ems theoretisch haben oder Stu, ne? Und trotzdem haben alle den. Ja, das ist ein Account, den schon sehr viele, oder ein Club, den schon sehr viele von euch kennen. Aber Leute, es ist etwas dazugekommen, was fast noch krasser ist als das, Leute. Als ich das wirklich gesehen habe, ist mein Kopf explodiert, ich sag's euch. Denn es gibt jetzt einen neuen, geheimen, ultra krassen Club. Und zwar könnt ihr den alle ganz leicht finden. Einfach eingeben, Exam 1, also Exam 1. Hört sich schon sehr, sehr kurios an. Hier gibt es einige. Und ihr müsst euch tatsächlich den hier raussuchen, den 4. Der hat als einziger nicht dieses Symbol hier. Und ja, 9 von 30 Mitgliedern. Und die Namen sind ja auch schon wieder mega seltsam in diesem Club. C49, C42, also wirkt schon so ein bisschen Bot-mäßig. Aber, Leute, die Accounts sind geisteskrank, sage ich euch folgendem. Also, das zeige ich euch wirklich jetzt nochmal. Und zwar ist es tatsächlich der einzige Account, sind die einzigen Accounts drin, die es jemals gab, mit Level 500 in Brawl Stars. Wie ihr sehen könnt, ist das das maximale Level, was man erreichen kann in Brawl Stars. Und Leute, damit ihr das nochmal versteht, dieser Account hat tatsächlich insgesamt 11.000 Pokale als meiste Trophäen. Er hat nur 86 3 vs 3 Siege, 0 Solo Siege und 1033 Duo Siege. Also das ist nicht viel. Merkt euch jetzt mal diese 3 Sachen. 3 vs 3 Siege, Solo Siege und Duo Siege. Damit sammelt man ja quasi ja, diese Erfahrung XP. Ne? Ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Account. Ich habe 19.000 3 vs 3 Siege, 1300 Solo-Siege und 5200. Und Leute, ich bin gerade mal Level 271. Und
je höher ihr kommt, desto schwieriger wird es ja, die Level zu erreichen. Ihr tut so wenig Plus dazu machen. Ich habe ja auch Landi in meiner Freundschaftsliste. Und Landi hat eigentlich das höchste Level weltweit, das es gibt. Mit Level 480. Das ist das Krasseste, was man bisher gesehen hat. Und zwar Landi. Leute, schaut euch das mal an. Er hat 78.000 3 vs. 3 Siege. 5.000 Solo-Siege und 2.600 Duo-Siege. Wie ist es also möglich, dass jetzt ein Spieler daherkommt und einfach mehr als Landi auf einmal hat? Und ja, darum geht es jetzt auf jeden Fall. So, Freunde, und zwar gibt es hier diese Webseite, brawltime.ninja. Die ist auch 100% legit. Dort könnt ihr Statistiken nachschauen. Und zwar könnt ihr hier unten auf die Leaderboards gehen, also auf die besten Listen. Und ihr seht schon, wir haben hier Stunden ausgewählt. Also welcher Brawl Stars-Spieler auf der Welt hat die meisten Stunden in Brawl Stars gespielt? Und auf einmal, von einem auf den anderen Tag, ist hier dieser C49 auf Platz 1 mit 8.900 Spielstunden, Leute. Das ist fast doppelt so viel, wie Landi hat. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und das, obwohl dieser Spieler quasi, ja, innerhalb von einer Minute ist er quasi auf Platz 1 gejumpt und hat diese krassen Stunden gehabt. Und Leute, das ist nicht das Krasseste sogar. Ich zeige euch jetzt nämlich mal etwas. Ja, die Accounts wurden wahrscheinlich schon gebannt, aber ich zeige euch jetzt Accounts, die sogar über 50.000 Spielstunden hatten. So, Freunde, und zwar hat das ganze Raid tatsächlich gezeigt und schaut euch das mal an. Diese Accounts haben vor kurzem auch noch existiert, sind mittlerweile vermutlich aber gebannt. Und ihr seht dort Folgendes, 53.619 Spielstunden, das ist 10-mal so viel, wie Landi einfach mal hat. Wenn man sich das Ganze in Jahren ausrechnet, sind das über 6 Jahre Spielzeit und so lange gibt es nicht mal mehr Brawl Stars, Leute. Also das muss man sich erstmal überlegen. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen uns jetzt mal das Profil hier an und zwar kriegen wir hier Statistiken über das Profil, die wir sonst niemals sehen würden. Und das Ganze ist extrem gruselig, Leute, weil man hat, könnte ja vermuten, dass das Ganze irgendein computergesteuerter Account ist. Aber wenn man auf den Account geht, sieht man eben Folgendes, Leute. Und zwar, wenn man sich hier den Kampflog anschaut, sieht man, dass derjenige noch vor 2 Stunden Duo-Showdown gespielt hat mit richtigen Spielern. Das heißt, es ist ein Account, der wirklich mit richtigen Spielern auch spielt. Und ja, das heißt, dieser Account ist tatsächlich ein Account, der aktuell in den Games unterwegs ist. Ja, Freunde, die Frage ist jetzt natürlich, wie hat derjenige das gemacht? Ist es wirklich ein Hacker oder ist es ein Bot oder ist es irgendein Account von Supercell? Was ist denn am wahrscheinlichsten? Erstmal der Name des Clubs ist schon mal interessant und zwar Exam One. Bedeutet übersetzt Prüfung 1. Prüfung 1 könnte eigentlich so eine Art, ja, Name sein für irgendwas bei Supercell, um etwas zu testen, um etwas zu prüfen. Vielleicht wollten sie das erste Mal testen, was passiert eigentlich, wenn man Level 500 als Spieler in Brawl Stars erreicht. Was ich jetzt noch versuchen werde, was mich sehr interessiert, und zwar werde ich versuchen, C49 eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Ihr seht ja seine ID, ne? Und ich möchte jetzt auf jeden Fall herausfinden, was passiert, wenn ich diesem Account eine Freundschaftsanfrage schicke. So, Freunde, also wir gehen jetzt seine Spieler-ID hier mal ein. Ich bin mal mega gespannt, was jetzt passiert. Und J, Freund hinzufügen. Dieser Spieler hat zu viele unbeantwortete Freundschaftsanfragen. Das bedeutet, dieser Account empfängt Freundschaftsanfragen grundsätzlich erstmal. Also er hat hier tatsächlich Einladungen. Es ist ein richtiger Account vermutlich. So, Leute, kommen wir auf jeden Fall zu meinem Fazit. Was glaube ich, sind es Hacker oder wie sind diese Accounts entstanden? Wie haben sie in einer Minute oder sogar in einer Sekunde Level 500 erreicht? Ich glaube am ehesten, Leute, dass diese Accounts offiziell von Supercell sind und dass die Accounts dafür bestimmt waren, herauszufinden, gewisse Tests zu machen. Deswegen auch Exam 1, Prüfung 1. Um bestimmte Sachen herauszufinden, was passiert überhaupt mit einem Account, wenn er so hoch ist, wenn er so viel Level erreicht. Aber es ist nur meine Vermutung. Schreibt eure Vermutung jetzt unbedingt in die Kommentare, Leute. Das würde mich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Und ich würde sagen, Leute, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.